Die Stadtwerke Osnabrück als Betreiber des Nahverkehrs in Osnabrück und Umgebung haben einen Grund zu feiern. Keinen runden Geburtstag des Unternehmens, sondern eine runde Kilometerzahl. 1 Million Kilometer haben die 13 batteriebetriebenen Busse im Raum Osnabrück im öffentlichen Personennahverkehr seit März 2019 zurückgelegt. 1 Million Kilometer, bei denen die Fahrgäste auf die aktuell umweltfreundlichste Art transportiert wurden. Ich gratuliere den Stadtwerken zu diesem bemerkenswerten Meilenstein. Zugleich bin ich ein Stück weit stolz auf dieses Ergebnis, da das Land Niedersachsen die Stadtwerke auf diesem innovativen Weg mit entsprechenden Landesförderungen bei der Anschaffung dieser Elektrobusse begleiten konnte. Ich freue mich wirklich sehr, dass die Stadtwerke Osnabrück die Elektrifizierung ihrer Busflotte früh aufgegriffen haben. Die Stadtwerke und damit auch die Stadt Osnabrück haben somit auch für alle anderen ÖPNV-Unternehmen über die Landesgrenzen Niedersachsens hinaus eine Vorbildfunktion für den Einsatz emissionsfreier Busse. Ich wünsche den Stadtwerken Osnabrück in der Zukunft weitere viele Millionen elektrobetriebene Kilometer und vor allen Dingen sehr zufriedene Fahrgäste im ÖPNV. Anderthalb Jahre ist es her, dass mit der M1 zwischen Hast und Duisburg die erste rein elektrische Metrobuslinie Osnabrücks in Betrieb genommen wurde. Jetzt haben die 13 Gelenkbusse, die täglich auf der 13 Kilometer langen Strecke unterwegs sind, die Schallmauer von 1 Million gefahrenen Kilometern durchbrochen. Eine stattliche Zahl, die aber nur ein Zwischenschritt auf dem Weg ist, die Luftqualität und damit die Lebensqualität der Menschen in unserer Stadt zu verbessern. Bis Ende 2021 werden auf allen 5 Metrobusachsen E-Busse verkehren. 62 E-Gelenkbusse werden dann die größte E-Gelenkbusflotte Deutschlands bilden. Der Einsatz der Busse ist dabei der wichtigste und wirksamste Beitrag für unseren Luftreinhalteplan. Ich danke allen Förderern dieses Projektes und den Stadtwerken Osnabrück. Ich freue mich über die vielen Millionen Kilometer, die Busse noch auf unseren Straßen unterwegs sein werden und hoffe, dass möglichst viele Menschen dieses besonders umweltfreundliche Mobilitätsangebot wahrnehmen. Heute feiern wir, dass wir mit den ersten 13 Bussen gesamt 1 Million E-Kilometer gefahren haben. Das ist eine ganz schöne Meilenstein, die alles zu tun hat mit dem Pioniersgeist der Stadt Osnabrück. Damals hat es mich schon positiv erwundert, die klare Vision, die die Stadt Osnabrück hat, über den nachhaltigen Stadt, die Stadt Osnabrück sein will. Aber auch das Partnership, dass wir zusammen mit Schaltbau einen Systemanpack geliefert haben. Aber auch das Partnership hat mir sehr positiv gefallen und die offene Kommunikation und Zusammenarbeit hat die letzten Jahre hat sich nur verstärkt. Aber ich kann mich noch erinnern, am 5. Juli, dass ich auch die Möglichkeit hatte, um mit Busfahrer zu reden. Und das ist für uns immer sehr wichtig. Die sollen endgültig die Ambassadeur sein von das neue E-Busfahren. Und die Feedback, die ich bekommen habe, hat mich erstärkt in das Glauben, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Herzlichen Dank. Und natürlich gratuliere im Namen vom VDL Bus & Coach mit diesem ganz schönen Meilenstein. Ja, herzlichen Glückwunsch. Als Deutsche Bundesstiftung Umwelt gratulieren wir den Stadtwerken Osnabrück ganz herzlich zu 1 Million gefahrenen E-Bus-Kilometern. Das ist ein großer Schritt hin zu klimaschonender, umweltfreundlicher Mobilität und wir sind stolz, dass gerade in Osnabrück hier dieser wichtige Schritt der Elektromobilität im öffentlichen Nahverkehr so beherzt vorangetrieben wird. Und wir freuen uns natürlich besonders, dass hier auch die Linie M2, die DBU Umweltstiftung, direkt mit dem Hauptbahnhof in Osnabrück verbindet. Insofern ist die erfolgreiche Elektromobilität auch für uns als Stiftung und unsere Gäste eine wichtige Bereicherung unserer Mobilitätsmöglichkeiten. Insofern wünsche ich den Stadtwerken weiter viel Erfolg, einen funktionierenden, pünktlichen und noch umweltgerechteren öffentlichen Nahverkehr. Da sind wir alle drauf angewiesen. Machen Sie weiter so.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, die erste Million ist bekanntlich der schwerste. Wir haben sie geschafft. 1 Million Kilometer waren wir mit unseren elektrischen Bussen in Osnabrück im letzten Jahr unterwegs. Darauf sind wir sehr stolz. Mit einer tollen Mannschaft haben wir es hinbekommen, mit den Bussen für Osnabrück geräuscharm, emissionsfrei, einfach viel moderner und komfortabler ÖPNV bedienen zu können. Wir sind uns sicher, das ist ein guter Weg und werden auf diesem Weg weitergehen. Auch dank Ihrer Hilfe.